Ich sollte das schnell zu Ende bringen. Rote Lumpen. Mehr beim Spielen häufig so. Sind wir geliefert? Wir haben die Leute gefangen genommen. Ich wartete auf dich. Warten steigert die Vorfreude ins Unermessliche. Wie viele sind es inzwischen? Ich zähle nicht mit mir. Du zählst nicht mit? Manchmal bist du mir ein Rätsel. Bist du wie wir oder doch etwas anders? Hoffentlich etwas anders. Das willst du dir doch nur einreden. Wollen wir anfangen? Schürf mir alles auf. Noch was. Wir sind die Nächsten.
doch nicht an. Verdammt! Wir sind am Arsch! Schon gut. Gleich seid ihr frei. Dann holen wir euch da mal raus. Meine Ausrüstung unbedingt trocken halten. Prinz Itamen ist kein Verräter. Er ist wieder.
Diese Augenblicke sind so erfrischend, nicht wahr? Das war deine bisher am wenigsten gruselige Bemerkung. Dein Spiegelbild in ihren Augen, kurz bevor der Schleier des Todes sich über sie legt. Alles klar, es geht wieder los. Weißt du, Neil, falls du die Banditen leid bist, es gibt eine Gruppe namens Eclipse. Das ist eine politische Situation. Sie sind Mörder und stellen eine Armee aus Maschinen auf. Das ist etwas mehr als Politik. Ich habe nun mal meine eigene Sicht. Außerdem halten die Schattenkarcher garantiert nicht mehr lange durch, wenn du zum letzten Schlag ausholst. Es war ein weiter Weg aus dem Noraland. Wo bist du gewesen, Neil? Ich hatte gehört, die Straßen im Sonnenreich wären nicht mehr sicher. Und zum Glück war es auch so. Hinterhalte, Überfallkommandos, sogar korrupte Maschinen. Tödliche Wunden öffneten sich wie von selbst für meine Pfeile. Aber das wusstest du bereits. Du bist den Grat zwischen Leben und Tod gewandert. Das sehe ich. Ja, eine lange Geschichte. Mit vielen schnellen Enden, hoffe ich. Leb wohl, Neil. Ich will dich nicht beunruhigen, aber die Banditen werden weniger. Da wünscht man sich, man könnte sie mehrmals töten, nicht wahr? Nein, einmal reicht. Du hast natürlich recht, einmal reicht, wenn man es wirklich gut anstellt. Okay, leb wohl, Neil. Ich habe gesehen, wo du warst. Die neuen Siedler wissen Kunst nicht zu schätzen. Sie hatten dein Werk schon in einem Graben entsorgt. Aber ich konnte die Zeichen lesen. Die Kratzspuren im Dreck. Die Überraschungsspritzer. Ich sagte doch, wir sehen uns wieder. Neil, noch immer auf Banditenjagd? Oh ja. Ich habe meine Klinge gewetzt, weil ich einen Kampf gewittert habe. Missversteh mich nicht. Aber dieser Abschaum stinkt. Und Panik und Verzweiflung verstärken den Duft. Wie Räucherwerk. Und wie heißt dein Messer? Wozu braucht ein Messer einen Namen? So viel zum Plaudern. Bist du bereit? Aber glaub nicht, dass mir das Spaß macht. Keine Angst. Wir nehmen dein Geheimnis mit in ihr Grab. Sie wissen jetzt, dass ich hier bin. Das riecht nach Ärger. Entzünde das. Haben Sie mit den Gefangenen vor?
Nora rettet ihn. Ein Osseran will den Sonnenkönig umbringen. Ja, auch das Blut in den Ohren gerauscht? Der Klang hält an, in der Stille. Ein Ruf zu den Waffen, ein innerer Drang. Oder ein Hilferuf. Glaube ich sofort. Das sehe ich. Du warst also mal Soldat. Für die Kaja? Für sie, gegen sie. Ein Imperium findet immer Kriege. Nur nicht wählerisch sein. Der neue König Awad sah das etwas anders. Er wollte die Kriegsverbrechen untersuchen. Sind Kriege nicht immer ein Verbrechen? Dennoch meldete ich mich freiwillig. Freiwillig, um mit zu untersuchen? Nein, um freiwillig zu gestehen. Wozu Zeit mit Untersuchungen vergeuden? Man schickte mich 2 Jahre nach Sonnenfels. Ein faires Geschäft. Was für Dinge hast du getan, Neil? Akzeptable Dinge, unter den Umständen. Akzeptabel für wen? Ich treffe keine Entscheidung. Sagen wir bloß, die Einsatzregeln gefielen mir. Aber Regeln sind wichtig. Eine Struktur. Ein Käfig. Ansonsten kennst du diese Orte, einsame, einst belebte Orte, die jetzt nur noch eine Wunde im Erdboden sind? Wahrscheinlich bin ich dort gewesen. Man schickte dich 2 Jahre auf einen Felsen? Ist das eine Art Kaja-Ritual? Nein, nein. Sonnenfels ist ein Gefängnis. Südlich von Meridian, südlich der Regenfänge. Unser neuer Sonnenkönig glaubt an Rehabilitierung. So wie ich. In der heißen, dunklen Steinzelle konnte ich mich auf das besinnen, was mir wirklich wichtig ist. Hast du einen neuen Partner gefunden? Ich dachte, wir wären Partner. Ich muss meinen eigenen Weg gehen, Neil. Und der führt offenbar wieder zu Banditen. Das passt mir gut. Ich hatte keine Kaja-Hochzeit im Sinn. Ich bin nie einsam, wo es etwas zu töten gibt. Zeit zu gehen. Eine kurze Begegnung für uns, das Ende für sie. Sie führten eh ein verkommenes Leben.
die Augen offen halten. Leise, Mädchen. Sonst verwirrst du den Spaß. Über laue Gefahr. Mehr Gefahr, als du ahnst, Fremder. Du dringst in... In Noraland. Das ist gut. Mein Leben ist gut. Ja, ja. Sind wir fertig? Nenn mich mal. Sieh mir. Die alten Felsen. Dort kauert ein Banditen. Rittland und Felsen zu kriechen heraus. Die Würmer. Banditen. Wieso sind die hier? Die Nora haben alle. Gerüchte fließen in der Welt. Ohne Krieger zum Schutz der Grenze schlüpfen die Mutgäste Krieger einfach. Mein Partner und ich folgten den Kerlen seit Tagen. Guter Pferdmann gefolgt, aber er zog ohne Schutz. Dabei hatten wir darüber geredet. Doch ich verstehe. Warte zu lange, wie es wirklich nicht gefallen wird. Wie wär's? Wollen wir uns zusammentun und sie umgehen? Ich kenne dich nicht. Und ich habe keinen Grund, dir zu trauen. Vertrauen ist eine seltene Sache, nicht? Ich bin nur ein Reisender. Mit einem Bogen, Angst um die Lage dieses Landes und einem führenden Partner. Ich glaube nicht, dass du nur irgendwas bist. Lass es mich anders. Bist du ein Bandit? Natürlich nicht. Dann hast du nichts von mir zu befürchten. Na gut. Jemand muss verhindern, dass die anderen wehtun. Und das wir. Wir halten sie von allem. Außer von Todesschlag. Geh du ruhig voraus. Ich bin schon gespannt zu sehen, was du drauf hast. Mir nicht erreichen. Wir werden alle draufgehen. Fast getroffen. Ich hab was gefunden. Hab ich dich. Und jetzt alles. Oh.
öffne den Käfig. Ich öffne euren Käfig. Einen Moment. Sucherin, darf ich mit dir reden? Fühlt sich gut an, was? Halte es mit einem Atemzug lang fest. Dann lass es raus. Ach, ich hab deinen Partner nicht gefunden. Er ist tot. Überrascht mich nicht. Er wurde schon übermütig, als der Erfolg voranbekommen. Ich dachte, er und ich werden jetzt einig. Genieße das Töten nur so sehr, wie er ausfällt. Kein großer Verlust. Ich werde mit allem Überlebnis fertig. Nur ich bin die Stimme der Familie. Vogel hat einen Namen? Du bist nicht nur ein Reisender. Du bist nicht Reisender. Du bist ein Reisender. Ich sagte, ein besorgter Reisender. Ich war Soldat. Aber ich war länger Soldat, als ich die Frau zu wo immer ein Pfeil zwischen Rüstung und Herz. Da ist mein Platz. Also schaffe ich mir gelegen. Dann fühle ich mich zu Hause. Hast du schon mal darüber nachgedacht, Maschinen zu lernen? Und dieser Ausdruck nicht. Haben meine Lieben hier ein Leben? Uns alle. Sie leben ein mieses Leben, also können sie auch so sterben. Du jagst sie also, um anderen zu helfen? Nein, nein. Es hat Spaß. Ich kann nicht mehr auf Krieg. Das Leben ist zu kurz, im Rausch des Todes zu sterben. Töte ein Stammesmitglied, das wird verwirrt. Jage einen Eber und sie lassen ihn auf Fleisch fallen. Aber ein Eber, die sind böse, sie schlagen stets zurück. Und niemand wird es ihnen zu tun. Ich weiß nicht, wer schlechter ist. Du oder sie? Ja, stimmt. Sie nicht. Wir machen ihn gar nicht besser. Wir sind hier fertig. Pierre? Leider nicht. Aber wir leben in einer Welt, die locken Banditen an der Verziehen. Du lässt es nicht so verziehen. Wir sehen uns sicher. Vielleicht. Auch immer länger. Falls wir uns verpassen, sehen wir es an uns an.
Sie? Hab ich dich. Simple Ganoven. Hierher! Hände. Los, Leute! Zurückschlagen! Sich jetzt um das Signal.
Tag, Alarm! Iterman ist aus Sonnenfall entkommen. Gepriesen sei der Sonnenkönig für... Kennst du schon den mit dem Keiler, dem Graser und dem Sonnen? Süß. Wie ein Lächeln mit blutigen Zähnen. Was ist denn los? Du siehst enttäuscht aus. Die Banditenclans sind fort. In der Südebene soll noch einer abgedreht haben. Nur wegen unseres legendären Schaffens.
Das war der Sinn dieses Blutvergießens, die Banditen zu vertreiben. Aber jetzt ist niemand mehr zum Töten da. Außer... Nein, nein. Dann heißt es jetzt wohl, lebe wohl. Nach all unseren Taten ist dies nicht der richtige Ort. Da ist ein Berg, südlich von Meridian, mit Blick auf die Speerschäfte. Triff mich dort. Das war's auch schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, schreibt was in die Kommentare oder abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.